Willkommen zurück zum WoW Gold Guide auf Planet D. Diesmal sind wir in der Seelenschmiede und mal sehen, was uns dort an Gold erwartet. Wir sind die Verlassenen. Wir töten jeden, der uns im Weg steht. Der Agentum-Kreuzzug und die Ritter der Schwarzen Klinge belagern die Eiskronen-Zitadelle und bereiten einen massiven Angriff auf die Geißel vor. Unsere Mission ist zwar subtiler, doch ebenso wichtig. Ebenfalls hier wieder am vorderen Tor die Expedition der Horde. Kann man den Ruf verbessern, wenn die noch braucht. Helfen, ihn zu besiegen. Ein für alle Mal. Unsere Späher berichteten von einer privaten Kammer des Lichtkönigs außerhalb des Frostthrons, tief in den Hallen der Reflexion. Dort liegt unser Ziel, Champions. Wir werden eine Schneise der Zerstörung durch diesen verfluchten Ort schlagen und in die Hallen der Reflexion eindringen. Wenn es irgendetwas von Wert zu finden gibt, wird es dort sein. Die dunkle Fürstin ist mit euch. Beeilung! Lava. Ein Gebrabbel jagt das nächste. Und für die, die es noch nicht wissen, die erhaltene Goldmenge steht wie immer in jedem unserer Videos in der Beschreibung. Also dort nachzulesen, wie viel Gold man in welcher Insel gemacht hat. Kommen wir nun zum ersten Boss, wollte ich sagen. Blödsinn. Gar kein Boss. Der kommt gleich erst. Froststoff, wer den noch braucht, ebenfalls hier in der Seelenschmiede erhältlich. Und hier sind wir schon beim ersten Boss, Broniam. Endlich ein gebanntes Publikum. Und das war schon für Broniam. Kurzes Trauerspiel von ihm. Weiter geht's. Zum nächsten Boss. Und beachte die Musik. Wird immer bekloppter. Wie im Cartoon. Und da sind wir schon beim nächsten Kerl. Ihr merkt es, den Herrn der Felsen. Jawohl, und
das war's schon. Ich habe keine Zeit zu spielen. Exzellent, Champions. Wir schlagen hier das Basislager auf. Meine Magier bringen den Transporter der Geißel gerade in Gang. Das war's schon. Seid ihr für die nächste Mission bereit? Betretet ihn. Ich treffe euch dann auf der anderen Seite. Mit dem Bubi Goldgard aus der Seelenschmiede. Der nächste folgt in Kürze. Bis dahin alles Gute und zockt fleißig weiter. Ciao, ciao.